Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundespräsident Heinemann hat die Bevölkerung der Bundesrepublik gemahnt, auf übertriebene Bedürfnisse zu verzichten. In der letzten Weihnachtsansprache seiner Amtszeit sagte Heinemann, die Energiekrise zwinge zu einer Überprüfung unserer Vorstellungen von Sinn und Wert der Lebensweise. Die Wohlstandsgesellschaft, die in einem großen Wiederaufbau nach dem Kriege geschaffen worden sei, stoße jetzt an ihre Grenzen. Der Bundespräsident rief zur Sparsamkeit auf und erklärte, man müsse sich fragen, was man wirklich brauche und was das Leben wirklich lebenswert mache. Nach den Worten von Heinemann gehören zu den Dingen, die wirklich gebraucht werden, umweltschützende und möglichst wenig energieverbrauchende Geräte. In diesem Zusammenhang sprach der Bundespräsident von der Ablösung einiger bisher privat befriedigter Bedürfnisse durch allgemeine Einrichtungen, wie zum Beispiel manches eigene Auto durch bessere allgemeine Verkehrsmittel. Die anhaltende Ölkrise mache eine Umstellung von unserer, wie Heinemann sagte, Verschwendungswirtschaft auf eine Bewahrungsgesellschaft unausweichlich. Die Überwindung der Ölkrise werde nur möglich sein, wenn jeder zur Unterstützung von Maßnahmen bereit sei, die schmerzlich sein würden und Opfer forderten. Einen Tag nach der Konferenz von Teheran, auf der die 6 Anliegerstaaten des Persischen Golfs die Verdopplung der Rohölpreise vom kommenden Januar an beschlossen haben, traten heute in Kuwait die Außenminister der Organisation aller arabischen Erdölstaaten, OAPEC, zusammen. Von dieser Sitzung werden keine neuen Preiserhöhungen erwartet. Die 10 Ölminister wollen auf ihrer Sondersitzung in Kuwait die Erfahrungen mit dem Erdölembargo überprüfen, das sich vor allem gegen die Niederlande und gegen die Vereinigten Staaten richtet. Dazu berichteten der saudi-arabische Erdölminister Yamani und der algerische Energieminister Salam über ihre Gespräche mit mehreren europäischen Regierungen. Ferner soll, wie verlautet, die Liste der Staaten, die bevorzugt beliefert werden, um einige Länder erweitert werden. Aus Kreisen der 10 Delegationen in Kuwait wurde darauf hingewiesen, dass Nahosterklärungen, wie sie die Europäische Gemeinschaft und Japan abgegeben hatten, nicht ausreichen, um die Ölversorgung sicherzustellen. Es müssten konkrete Maßnahmen folgen. Libyen, der zweitgrößte Lieferant der Bundesrepublik, will künftig seine eigene Preispolitik machen und das Erdöl teurer als die Golfstaaten verkaufen. Die 6 Ölländer im Persischen Golf hatten sich gestern geeinigt, vom 1. Januar an den Preis für Rohöl zu verdoppeln. Die Mineralölgesellschaften in der Bundesrepublik erwarten, dass dadurch die Preise für Benzin und Heizöl um etwa 4 bis 5 Pfennig steigen werden. Allerdings haben die Golfstaaten deutlich gemacht, dass die beschlossene Anhebung lediglich für das erste Vierteljahr des kommenden Jahres gelten soll. Schon im kommenden Mai würden die Preise möglicherweise erneut erhöht. Kuwaits Erdölminister Rahman Attiki bezeichnete die jetzt beschlossene Verdopplung der Preise als bescheiden. Die niederländische Regierung will offenbar auf die Erhöhung des arabischen Erdölpreises mit einer Anhebung des Preises für holländisches Erdgas reagieren. Ministerpräsident Den Uyl schloss nicht aus, dass in den kommenden Jahren Erdgas 4 bis 5 Mal teurer werde. In einem Interview des niederländischen Fernsehens sagte Den Uyl wörtlich, offensichtlich werden unsere Erdgasreserven jetzt kostbarer. Die Ölknappheit bezeichnete er als keine vorübergehende Erscheinung. Vielmehr sollten die Industriestaaten die Beschlüsse von Teheran zum Anlass nehmen, ihr Wirtschaftswachstum zu dämpfen. Während in den USA die Erhöhung der Rohölpreise allgemein erwartet worden war, betrachtet man in Großbritannien die Beschlüsse von Teheran als verheerenden Schlag gegen die britische Wirtschaft. Über Aspekte der Energiekrise berichten nun unsere Korrespondenten aus Frankreich, Großbritannien und aus den USA. William E. Simon, der neue Energiezar, wie man ihn getauft hat, rückte über Nacht in die Reihe der wichtigsten Berater des Präsidenten auf. Seine wöchentlichen Energieberichte sind ein Zahlenspiel, das die Wirtschaft und die Börse in Atem hält. Ein Jonglieren mit Tausenden von Tonnen Rohöl, die man hier einsparen und dorthin dirigieren will. Neuester Vorstoß der Regierung ist eine Anordnung an alle Tankstellen, pro Autofahrer nur 38 Liter Treibstoff auszugeben. Damit verbunden ist ein Appell an die Amerikaner, sich mit dieser Ration für eine ganze Woche zu begnügen. Nach Simons Berechnungen könne dadurch der Benzinverbrauch der USA um 20% reduziert werden. Noch kann niemand einen Autofahrer mit weniger patriotischer Gesinnung daran hindern, hier 38 Liter zu tanken und 100 Meter weiter noch einmal. Die Entscheidung darüber, ob die bisher freiwillige Enthaltsamkeit in Zukunft erzwungen werden soll, steht noch aus. Irgendwann nach Weihnachten wird der Präsident bekannt geben,
ob in den Vereinigten Staaten Benzinmarken eingeführt werden. Das Parlament drängt auf eine Rationierung, doch das Weiße Haus möchte dieser äußerst unpopulären Maßnahme möglichst lange aus dem Wege gehen. In Großbritannien ist die Treibstoffversorgung insgesamt gesehen wieder besser geworden. Vielleicht deshalb, weil sich die Briten nach den anfangs überschwänglichen Erklärungen der Regierung hieß, man habe als araberfreundliches Land kaum etwas zu befürchten, dann doch auf sparsameren Verbrauch umgestellt haben. Allein im Flugverkehr wurden drastische Reduzierungen vorgenommen. Intereuropäische Flüge sind um 17% gekürzt, interkontinentale sogar um 43%. Die Autoschlangen vor den Tankstellen besagen, dass Benzin, wenn auch in reduziertem Maß, wieder vorhanden ist. Bei Dieselöl sind die Versorgungsschwierigkeiten immer noch nicht behoben, was sich vor allem in London beim Taxigewerbe bemerkbar macht. Um die Mittagszeit, wenn an den taxieigenen Tankstellen die zweite tägliche Lieferung eintrifft, ist es so gut wie aussichtslos, einen Wagen zu bekommen, denn die Taxis stehen um diese Zeit vor den Zapfsäulen Schlange, um sich Nachschub für den Nachmittag zu holen. Kein Wunder, dass das Taxifahren teurer wird. Mindestens 26% wollen die Chauffeure aufschlagen. Neben den Benzinverteuerungen eine direkte Auswirkung der Ölkrise, die auch derjenige zu spüren bekommt, der selbst kein Auto hat. Ganz zu schweigen von den durch die Energiekrise verursachten indirekten Preissteigerungen für jedermann, die in England nach heutigem Stand bereits mit 15% veranschlagt werden. 3 Tage lang waren die Ausfallstraßen von Paris so verstopft wie zu Beginn der großen Ferien. Die Polizei hatte sich auf den motorisierten Drang in die Ferne durch Großeinsatz vorbereitet. Die Regierung dachte nie daran, gerade Weihnachten, einem spät, aber dann stürmisch ins technische Zeitalter eingetretenen Volk, das schönste Spielzeug zu verbieten oder zu vermiesen. Der Staatspräsident hat aber doch vor einigen Tagen zu sagen gewagt, dass auch Frankreich unter einer langen Ölkrise leiden werde. Wer die Feiertage nicht im Schnee oder an der Sonne des Südens verbringt, der hat sich auf die Mitternachtsessen vorbereitet, die Réveillon-Essen, die hier das eigentliche Festtagsvergnügen sind. Möglichst mit Austern, Gänseleber, Truthahn und Weißwurst, die mit dem weltbekannten bayerischen Produkt fast nur den Namen gemeinsam hat. Auch in den Geschäften wurde, wie es scheint, das letzte Geld ausgegeben, so als wäre im nächsten Jahr ohnehin alles teurer. Aufgrund der Vereinbarung der Nahostfriedenskonferenz werden die ägyptisch-israelischen Verhandlungen über ein Auseinanderrücken ihrer Streitkräfte an der Suezfront voraussichtlich am Mittwochnachmittag oder am Donnerstag in Genf fortgesetzt. Am Kilometerstein 101 der Straße von Kairo nach Suez waren diese Gespräche Ende November ergebnislos abgebrochen worden. Den Vorsitz der neuen Konferenzrunde wird, wie schon am Kilometerstein 101, der finnische UN-Beauftragte General C. Lasvuo übernehmen. Er traf heute in Genf ein. Israels Außenminister Abba Eban, der heute von der Nahostkonferenz nach Tel Aviv zurückkehrte, hält es für möglich, dass die Verhandlungen mit Ägypten schon bald zum Erfolg führen könnten. Die israelische Militärdelegation will, wie verlautet, am Mittwoch nach Genf kommen. Sie soll vom gegenwärtigen Militärattaché in Washington geleitet werden. Über die Stimmung in diesen Tagen in Israel ein Bericht von Eberhard Pilz. Chanukka in einem israelischen Lazarett. Das jüdische Kerzenfest, das rein zufällig mit den christlichen Weihnachtsfeiertagen zusammenfällt, erinnert daran, dass vor über 2000 Jahren die Juden ein syrisches Heer schlugen und sich aus der Unterdrückung befreiten. Verteidigungsminister Dayan feiert mit Verwundeten, die auch gegen syrische Soldaten gekämpft haben. Und er sagt ihnen, dass auch sie gesiegt haben. Dayan verweist nicht ohne Stolz auf die derzeitigen Waffenstillstandslinien zwischen Israel und seinen arabischen Gegnern. Im Norden ist die Front 40 Kilometer vor Damaskus zum Stehen gekommen. Im Süden, westlich des Suezkanals, wo am berühmten Verhandlungszelt am Kilometer 101 heute die UN-Soldaten die Sonne genießen. In einem Militärlager bei Tel Aviv wird inzwischen die Kriegsbeute sortiert. Auch nach diesem Waffengang werden die Israelis wieder ein paar ihrer Einheiten mit modernsten russischen Panzern ausrüsten. Doch trotz aller militärischen Erfolgsmeldungen, von Siegesstimmung kann in Israel nicht die Rede sein. Noch ist ein Stillstand kaum gesichert. Die Sowjetunion nimmt jüdische Rückwanderer aus Israel nicht wieder auf. In einem Kommentar der Moskauer Nachrichtenagentur TASS heißt es heute, die UdSSR habe niemanden gezwungen, das Land zu verlassen.
Es gäbe keine wirtschaftlichen, sozialen oder anderen Gründe, die Bürger der Sowjetunion veranlassten könnten, ihr Glück im Ausland zu suchen. In Wien warten gegenwärtig etwa 250 sowjetische Juden, die nach Israel ausgewandert waren, auf eine Gelegenheit zur Rückkehr in ihre Heimat. Manche von ihnen haben schon vor 2 Jahren ein Einreisevisum für die UdSSR beantragt. In der nordirischen Stadt Newry, nahe der Grenze zur Republik Irland, wurden heute bei einem Sprengstoffanschlag 4 Menschen getötet und 20 verletzt. Die Bombe zündete gegen Mittag in dieser Gaststätte. Zum Zeitpunkt der Explosion hielten sich 63 Menschen in dem Lokal auf. Unter den Todesopfern ist auch ein Attentäter. Das Innere des Pubs wurde fast völlig zerstört. Die Polizei ist nicht sicher, ob es sich bei den Bombenlegern um Mitglieder der katholischen Untergrundorganisation IRA oder um extremistische Protestanten handelt. Ein Augenzeuge berichtete, 3 Männer hätten den Sprengkörper auf die Theke gelegt. Dann sagten sie, in 2 Minuten geht er hoch. Aber es dauerte keine 2 Sekunden. Wir bekamen gar nicht ganz mit, was geschah. And, what's that? I would say it wasn't 2 seconds. We didn't know what happened. Während in Spanien die Fahndung nach Beteiligten am Attentat gegen Ministerpräsident Carrero Blanco weitergeht, sind die Hintergründe des Anschlages noch immer unklar. Heute erklärte sich die Untergrundorganisation Nationale Spanische Befreiungsfront dafür verantwortlich. Die Identifizierung der Attentäter als Mitglieder der baskischen Widerstandsbewegung ETA sei eine, so betonte ein Mitglied der Befreiungsfront, Irreführung durch die Polizei. Die Basken Abitua Gomeza und Pérez Botegui, die die spanische Regierung als Mittäter genannt hatte, sollen an dem Attentat nicht beteiligt gewesen sein. Abitua bestritt im Exil in Frankreich seine Mittäterschaft. Pérez hielt sich nach Angaben einer Brüsseler Zeitung während des Anschlages in Belgien auf. Über 350 türkische Gastarbeiter verbringen Heiligabend nicht zu Hause, sondern in der Halle des Flughafens Hannover-Langenhagen. Seit Samstagabend warten sie hier schon mit Kind und Kegel. Reiseveranstalter und Büros hatten ihnen zwar Tickets verkauft, doch nicht dafür gesorgt, dass ausreichend Plätze reserviert werden. Ein Flughafensprecher berichtete heute, so seien für ein Flugzeug mit 110 Plätzen über 400 Karten verkauft worden. Widersprüchlich sind die Meldungen, ob auch deutsche Reiseunternehmen an dem Betrug beteiligt sind. Die Kriminalpolizei betonte am Nachmittag, deutsche Reiseagenten seien nicht verantwortlich. Doch gibt es Meldungen, wonach eine hannoversche Firma Karten an Türken verkauft hat. Die Lufthansa-Tochter Condor hat einen Jumbo-Jet nach Langenhagen geschickt. Er ist vor einer halben Stunde gelandet und soll die Türken noch heute Abend nach Istanbul fliegen. Zwei Todesopfer und 4 Schwerverletzte forderte dieser Verkehrsunfall in der Nähe von Bergen im Landkreis Celle. Eine Familie mit 4 Kindern befand sich auf der Heimfahrt von Weihnachtseinkäufen, als der Wagen durch Glatteis ins Schleudern kam und gegen einen Baum prallte. Alle Jahre wieder treffen sich in Ruhpolding die wetterfesten und winterharten Camper zur internationalen Weihnachtsrallye des Deutschen Campingclubs. Diesmal haben sich, trotz Energiekrise, 1000 Familien entschlossen, das Weihnachtsfest im geliebten Wohnwagen zu verbringen. Zu dem Treffen in Eis und Schnee gehört die Christmette mit Teilnehmern aus 10 Nationen. Und damit beim Fest auch nichts fehlt, für Stimmung sorgen zahlreiche Schneebars, wurden 300 Weihnachtsbäume mitgebracht. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 25. Dezember. Das Tief über Spanien schwächt sich ab. Da auch über Mitteleuropa der Luftdruck steigt, werden sich die hier befindlichen Störungsreste auflösen und das südosteuropäische Hoch wird sich verstärken und nach Deutschland ausweiten. Von Osten gelangt allmählich trockenere und kältere Luft zu uns. Die Vorhersage bis morgen Abend. Gebietsweise zum Teil länger anhaltender Nebel, in Bayern und östlich der Elbe örtlich Reifglätte. Tagsüber im östlichen Deutschland heiter bis wolkig und trocken. Im Alpenvorland föhnige Aufheiterungen. Sonst meist wolkig, aber kaum Niederschlag. Im östlichen Deutschland gebietsweise leichter Frost, in Bayern über Schneeflächen auch mäßiger Frost. Tageshöchsttemperaturen um 5 Grad, in den Alpen in Föhntälern um 10 Grad. Im westlichen Deutschland Tiefstemperaturen um plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen zwischen 5 und 8 Grad. In den Alpen Südsturm, sonst schwacher Wind aus südöstlichen Richtungen.